Das Spengler Cup Magazin wird Ihnen präsentiert von UBS und den Sponsoren Würth und BP Ultimate. So, Snagger, die Glockscheibe ist Snagger, Dampfrübe und Aal. Der 84. Spengler Cup ist vorbei. Die letzten Spuren und Überbleibsel vom Turnier, die werden verwischt. Und auch wir wollen aufräumen. Und da starten wir mit unserer Highlight-Sendung und einem Esel voraus. Die lustigsten Versprecher vom Moderator, die gibt es gerade jetzt. Haben wir Ton? Ja. Sehr schön. Wow, wow. Mir brennen meine Augen. Klappe die erste. Wo spielt er von. Wo spielt er Radi Vojevic? Bonjour. Bien. Tu es bien? Oui. Oh. Probis fährt den Drittelspass vorbei, damit er sich das Gipfel gibt. Ich kann jetzt das Mikrofon nicht mehr. Ja, komm, schnell, Schatz. Abfahren! Testen wir sie. Sich verköstigen lassen, ist das richtig, Deutsch? Ich helfe einfach ein bisschen mit. Spartak Moskau, gell? Von unserer Seite wäre es das gewesen, von der ersten Ausgabe vom Spengler Cup Magazin. Wir sind natürlich morgen wieder zurück mit weiteren Highlights! Hallo. Zu lang, zu viel Geschnurr, zu viel Scheiß. Blablabla. Lasst uns fröhlich sein! Und lasst uns fröhlich sein! Er ist der Starspieler vom. This is Hollywood. Brad McLean. Klappe die erste. Fragen über Fragen mit Antworten von uns den Promis. Der Schiss da. Ja. Seine Gedanken als Spieler im Eishockey und nicht im Fußball und nicht im Tennis, aber auch nicht im Golf, das sehen Sie jetzt. Hey, kommst du zum Fernsehen? Hey, du musst mich schnell arbeiten lassen, ganz kurz. Nein, wirklich. Komm mal ein Interview mit mir. Nein, musst du wirklich. Jungs, lass mich schnell arbeiten, bitte. Sorry, bitte. Bitte, lass mich schnell arbeiten. Lass mich bitte schnell arbeiten. Is this video or? This is video. Oh yeah. Yeah. Fancy. Amazing, hey? Amazing pictures. Okay, Branko Radivojevic, Hollywood number one. Da im Restaurant Nordside, wo übrigens auch meine Mutter mich zur Welt gebracht hat. Ja, es ist eine kalte Dezembernacht, aber verdammt gute. Okay. Ja, das war es schon wieder von der dritten Ausgabe vom Spengler Cup Magazin. Warte schnell, warte. Congratulations. Thank you. Enjoy the Spengler Cup and hopefully it goes just as well as this year. All right, thanks a lot. Good? Thank you. All right, guys. Thank you so much. All right. Sure. You thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good bye tournament. Bye. Oh, Branko, one more thing. Yeah. Uiuiui, ich habe gar nicht realisiert, dass es so schlimm war. Also unser Kameramann, der hat recht viel Geduld gebraucht mit mir. Es tut mir ja leid, es tut mir leid. Gut, aber mindestens so viele Fehler, wie ich gemacht habe, so viele Mannschaften haben wir dürfen kennenlernen und so viele Spielerpersönlichkeiten besuchen. Das sind nochmal unsere ganz persönlichen Highlights. Wenn wir mal vielleicht schnell über das Stadion schauen, wie das hier aussieht. Das Spiel, das hier unten stattfindet, nicht schlecht. Marc, der Präsident steht ja schon da. Kommt da der Batman hinführen, wenn man da drauf drückt? Bereit für den Spengler Cup, der Herr? Ja? Nein, nein. Es ist immer ganz wichtig, dass die Spitzen nach vorne schauen. Aha. Und einfach immer mehr hinter sich nach. Das ist das Beste. Das ist Tradition. Gehört zu Davos. Der Herr Gianola? Wo ist er? Noch mehr Alkohol? Sorry, das ist aber wirklich genug, ne? Arno! Wo ist er denn? Das sind eigentlich normale Hockey Gloves, right? Hockey Gloves? Yeah. Ja, Tradition, wie sie gesagt haben. Die letzte Ruhe vor dem Sturm, bevor es losgeht? Ja, weit weg von Ruhe. Also, wir haben ziemlich Hektik gehabt. Also, seit ein paar Wochen sind wir da intensiv dran. Und,
Aber es ist für uns gut. Erstens einmal sind die Mannschaften durch das früh angereist und wir können alles, die ganze Organisation, und so können wir noch ein bisschen justieren. Also von dem her passt es. Ja gut, wir wollen ein bisschen leiselige Musik jetzt. Auslaufmusik? Auslaufmusik, ja. Wir haben also schon andere Musik, da muss ich keine Angst haben. Ui, also ich weiss nicht, wie viel das man noch optimieren kann. Es ist schon wirklich wie auf dem Eis. Es ist auch neben dem Eis extrem hohes Niveau. Und was ist, wenn ich unbedingt bremsen will? Was soll ich dann, machen? Einfach kehlen? 50 Kilo muss schwerer sein. Kanadier, das kommt darauf an, ob ihre Goalie gut sind. Letztes Jahr hätten sie ja gewinnen können, wenn sie nicht Lotter-Goalies hätten. Ja, schau mal, das ist unser neuer Spengler-Köppel, den wir das hier haben. Ja, dann musst du ja noch mehr fressen. Denken Sie, was ich aufwärmen? Was ist minus 15 Grad? Also gut, hast recht. Lassen wir die durch und weiter arbeiten. Schlecht, aber ich habe gemeint, ich habe den schon in der Zeitung gesehen. Was lustig ist, ich meine, ich habe Savoz gespielt hier 3 Jahre lang und habe selber auch schon am Spengler Cup teilgenommen. Habe eine schöne Zeit hier erlebt. Don't cheat, please. Don't cheat. Dann übergebe ich dem Sieger Spengler Cup 2010. Die Jungs! Brauer Beitrag an die Jugend. Es ist wunderbar, wenn man sieht, die Jungen da, die mit viel Enthusiasmus mit den Stars auf dem Eis sind. Ich glaube, das sind Erinnerungen, die niemand weggehen in einem Menschenleben. Das ist doch das Wichtigste. That's right. Is that it? Oh my goodness! New world record! 10 seconds! Okay, thank you. Enjoy. 55, 56, 57. Ach, 57 Mal! Meine Güte! Thanks, Brett. My pleasure. German ist ein Inolot, wenn es gut. Das heisst, der Pokal kommt jetzt dann auf Rätoromanisch. Ciao uns, der Pokal, der Spengler Cups. Ciao casa funz. Hi, I'm in Luxori. I'm 8.5 and I'm like, I wanna be like Crosby. 6 Tage lange Party und ich glaube, für das steht der Spengler Cup. Alexey Yashin, congratulations. You've won everything in your hockey career. Now that even the Spengler Cup, how do you feel about it? No, I didn't win everything, but I played a lot of competition. And again, it feels great. I think it's a great team effort. And we're just so happy to be there because it's a very tough tournament and Team Canada played very good today. Ja, es sind, glaube ich, 2 Faktoren. Also erstens mal die Klasse, die die Mannschaft hat. Das ist natürlich eine unglaubliche Substanz in dem Team. Und dann halt, und den Vorteil haben sie sich selber verschafft, dass sie einen Ruhetag mehr haben. Und ich glaube, das war letztendlich das, was ausschlaggebend war.
was a really good fight for us and was a good win. And we really happy now, so that's a good feeling. So heißt er also, SKA St. Petersburg, der neue Spengler Cup-Sieger, der Sieger vom Spengler Cup, Ausgabe Nummer 84. Und so werden die Spieler aus Russland, aus den nördlichsten Millionenmetropolen von dieser Welt, ins neue Jahr starten. Mit Stars wie Alexei Yashin und Sushinsky haben sie uns begeistert und dementsprechend verdient als Top-Favorit der Spengler Cup gewonnen. Das wär's gewesen von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Super 2011. Adieu. Das Spengler Cup Magazin wurde Ihnen präsentiert von UBS und den Sponsoren Würth und BP Ultimate.